Wenn man über Windenergie spricht, dann tauchen bei den allermeisten die Bilder im Kopf auf von großen Windrädern bzw. großen Windkraftanlagen, die natürlich sehr invasiv sind, die das Landschaftsbild verschandeln. Davon halten auch wir Freiheitlichen nichts. Wir beschäftigen uns mit den vertikalen Windturbinen bzw. Mikrowindanlagen, die normalerweise auf Dächern von Häusern, von Gebäuden, von Hallen, Nebengebäuden installiert werden können. In der Praxis kann man sich das in etwa von der Größenordnung vorstellen wie einen zusätzlichen Kamin bzw. einer Satellitenschüssel. Wir sind der Meinung, dass Südtirol in dieser Richtung einiges an Potenzial hat. Uns ist es wichtig, dass Förderprogramme in diese Richtung ausgearbeitet werden, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass auch Privathaushalte für ihre Selbstversorgung zusätzlich zu Photovoltaik auch diese Mikrowindkraftanlagen installieren können. Man kann diese vertikalen Windturbinen oder Mikrowindkraftanlagen auch auf unkonventionellen Flächen installieren. Wir denken dabei an die Autobahn, an Straßenbrücken, an Staumauern, aber auch sonst auf Industriegebäuden, auf Gebäuden, die dem Land gehören, um zusätzlich zur Photovoltaik Strom zu produzieren.